Hallo und herzlich willkommen zurück in Life is Strange True Colors. Wir müssen uns auf das Lab vorbereiten. Aber dieses süße kleine Streifenhörnchen hier würde mich doch auch sehr interessieren. Duckys Geschenk dafür, dass ich seinen Whisky gefunden habe. Es ist ein einzigartiger Ausdruck der Dankbarkeit. Es ist ein ausgestopftes Streifenhörnchen, das finde ich dann wieder weniger cool. Da waren einige echt süße Fotos von Gabe und Ethan drauf. No. Ich weiß, es ist Ethans Spiel, aber ich bin Stufe 73 und werde ganz bestimmt nicht aufhören. The Sword of Dust and, oder Sword of Dust and Daylight. USK 16, PEGI 16. Wir müssen auch gleich nochmal in unsere Notizen und so reinschauen. Ich habe Steph kein einziges Mal besiegt. Das muss bedeuten, dass ein Sieg überfällig ist, oder? Möglich. Direkt mal ganz kurz gucken hier. Ja, die Wut von Diane zum Beispiel haben wir noch nicht gelesen. Dianes Schuld war zerbrochen. Irgendwo im Niemandsland zwischen Traurigkeit und Rage. In einem unerreichbaren Ort. An einem unerreichbaren Ort. Ich musste sie an einem Ort festnageln, an dem ich sie in die Finger bekommen konnte. Ich benutzte meine eigene Wut, um ihre hervorzulocken. Sie anzufachen, sie zu kultivieren. Sie zitterte fast vor Zorn. Auf Typhon. Auf diese Situation, in die sie sie brachten. Doch vor allem auf sich selbst, um ehrlich zu sein. Auf sich selbst, Punkt, Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich davon halte. Was ich davon hatte, jemanden in eine emotionale Ecke zu drängen, nur um diese Person lesen zu können. Es ist echt schwierig mit der Handschrift manchmal, aber gut. Aber Typhon hat uns auch in eine Ecke gedrängt, oder? Ich denke immerzu, sie hätte diese Wut einsetzen können, sie in etwas Konstruktives verwandeln können, sie benutzen können, um diese Wichser dran zu kriegen und sie daran zu hindern, weiteren Menschen weh zu tun. Aber das tat sie nicht, oder? Sie zog den Kopf ein, sammelte Munition, um Typhon von sich selbst fernzuhalten. Scheiß auf alle anderen, die ihnen in der Zwischenzeit in die Quere kommen. Wie? Egal. Ich habe, was ich brauche. Typhon hat mich hergebracht, scheiß auf die Integrität. Ich habe nicht bei Typhon angefangen, um einen Mord zu vertuschen. Fällt in den Bereich des Erträglichen. Erzähl mir, wie erträglich es ist. Erzähl mir, wie rechtschaffen du bist. Vergrab die Knochen und sing dieses Lied. Ich sehe nicht, was du nicht siehst. Steph und Ryan. Achso, grünes Licht für den Plan. Ablenkung, Ablenkung. Wow. Typhon entlastet Typhon offiziell von jeglichem Fehlverhalten, die zum Tod eines Mannes durch Typhon-Explosion geführt haben. Wow. Die Sheriff-Behörde möchte Ihnen ein kurzes Update bezüglich der laufenden Ermittlung im Todesfall von Gabe Chen geben. Herr Chens Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft. Die Ermittlung läuft allerdings noch und wir möchten Mitglieder der Gemeinde, die womöglich oder über wertvolle Informationen verfügen, ermutigen hervorzutreten und diese mit uns zu teilen. Unser Ziel ist es, ein gutes Verständnis der Ereignisse zu haben, die zu Herr Chens Tod führten, um zukünftig weitere Unfälle in der Gemeinde zu vermeiden. Vielen Dank für Ihren Dienst, Deputy Pike. Wenn es ein Unfall war, warum ermittelt ihr noch? Wie oben erwähnt, ist unser Ziel jetzt, genug Informationen zu sammeln, um derartige Unfälle in der Zukunft zu vermeiden. Unfall. Unnötige Anführungszeichen. Ja, ich lecke gerne Stiefel. Geh wieder an deinen sicheren Rückzugsort. Bitte zwingen Sie mich nicht, die Kommentare zu deaktivieren. Wir haben diesen Nachmittag geschlossen, um an Steph Gingrichs Live-Action-Spiel teilzunehmen. Wir sehen euch heute Abend im Park für das Frühlingsfest. Viel Spaß! Live-Action-Spiel, was? Das nennt sich Lab, Pa. Das wusste ich. Ich habe dich bloß auf die Probe gestellt. That's the spirit. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache, aber ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun. Ich find's vollkommen in Ordnung. Das Leben in Haven wäre viel schlimmer ohne diese zwei Weirdos. Oh yes. Ich glaube, die Mütze war hier. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden.
Was für eine Mütze ist es denn? Ha, da ist sie. Ach, du Heilige. Ein Schlüssel. Oh, hi. Wo passt du wohl hinein? Okay. Halb Person, halb Kipplaster. Ich verstehe dich. Ein Transformer also. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Steph weiß, wie man mit wenig Geld ein Lab veranstaltet. Hoffentlich gefällt es Ethan. Eine Bartenmütze. Oh, scheiße. Die Feder muss von der Mütze abgefallen sein. Vielleicht ist sie hier irgendwo. Das hatte Gabe bei sich. Pike hat mir die vor ein paar Tagen vom Gerichtsmediziner vorbeigebracht. Wer ist? Ich habe mich bisher gedrückt, die durchzusehen. Okay. Man kriegt den Jungen aus dem Jugendknast. Aber den Jugendknast nicht aus dem Jungen. Schön. Ein Schlüsselknacker-Dietrich-Set. Schlossknacker-Dietrich-Set. Ein Schlüssel mit Kompass, okay. Uh-huh. Du bist heiß. Beeil dich und beende deine Schicht. Mit Liebe, Char. Ein Streichholz übrig. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas Besonderes für Gabe gewesen sein. Gib nicht auf. Man weiß nie, wenn man ein Streichholz braucht. Ich gebe noch nicht auf, Gabe. Ich suche lieber nach der Feder. Was die Details angeht, ist Steph echt kleinlich. Ein Einweihungsgeschenk von Eleanor. Sie meinte, Gabe hat diese kleinen Kerle geliebt, aber ohne Sonnenbrille. So, das Puzzle ist wieder fast fertig. Jetzt fehlt nur noch ein Teil. Ich verstehe das nicht. Dieses Puzzle. Es wird einfach nicht mehr fertig in diesem Leben. Jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Absolut nicht Firmensabotage, Aufgabenliste. Herausfinden, was mit Diane los ist. Sie vielleicht lesen. Alex, arbeite dran. So, öffentliche Aufzeichnung für Typhon, Unfallberichte überprüfen. Ryan, rechtliche Wege, eine Beschwerde gegen Typhon einzulegen. Ryan. Wie sich herausstellt, ist Gesellschaftsrecht kompliziert. Privatdetektiv kontaktieren. Steph. Alle drei sind irre teuer. Vergesst es. Andere Typhon Städten in den USA im Ausland nachgucken, Ryan. Bergarbeiter in der Black Lantern ausspionieren, Alex. Willst du, dass ich gefeuert werde? Nein. Mit dem Dark Web einen Hacker finden, Steph. Konnte das Dark Web nicht durchschauen. Eine Pause einlegen und Nightmare on Elm Street gucken. Erledigt, erledigt. Erledigt und es war klasse. Eine Kopie des vollständigen Polizeiberichts erbitten, Ryan. Was hält Haven von Typhon? Radioumfrage, Steph. Okay. Steph, ich werde dich umbringen. Alex, Steph sagte mir, dass du bereit wärst, an unserem nächsten Abend mit offenem Mikrofon zu spielen. Es würde die Stimmung auflockern und das Eis brechen. Klappt das für dich, Jet? Taverne Black Lantern, es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Ja, dann sind wir wohl soweit und dürfen spielen in der Taverne. Ich wünschte, also, ich wäre Steffs Rat gefolgt. Im Black Lantern. Alex, vielen Dank für die Runde Kicker, ehrlich. Und ist immer nur einen davon, Steph. Ja, das tat Alex auch. 5-mal hintereinander. Wow. Steph ist ein Rockstar, dass sie das zusammengestellt hat. Ethan wird ausflippen. Ich finde es interessant, dass man das... Ja, okay. Ein Tag im Königreich von Kallens. Willkommen, Reisende. Heute besucht Thaenor, der Monsterjäger, das notleidende Stoneborn, die Hauptstadt von Kallens. Kann er die hungrige Monsterhorde töten und das Königreich retten? Labgrundlagen. Ein Lab, Live-Action-Roleplaying, ist ein Spiel, in dem Spieler ihre Charaktere durch Aktivitäten darstellen, mit Kostümen und Requisiten für noch mehr Spaß. Sicherheitsregeln. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Schlagt nicht zu hart zu. Zielt auf Arme, Beine, Torso, hinten, Seite, Seiten, vorne. Vermeidet Hände, Füße, Nacken, Kopf. Spielt es aus. Wenn ihr getroffen werdet, lasst ein Grunzen hören oder zeigt eure Verletzung. Danke für eure Hilfe. Es bedeutet mir viel. Name,
Alvin. Volk halb elf, Klasse Bade, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Angriffe. Name, Effekt. Also Name und Effekt. Verstimmter Akkord, ein Schaden. Magie. Heilende Serenade, plus 1 Gesundheit für dich und deine Verbündeten. Ergreifende Hymne, verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Hintergrund. Seit einer ungewöhnlichen Begegnung mit einem Schreckenswolf, der ihre Leute verschluckte, ist Alvin die Badin. Eine treue Gefährtin von Thanor, dem Monsterjäger. Die zwei haben viele Prüfungen bestanden und folgten vor kurzem dem Ruf nach Helden in der Stadt Storneborn. Name Thanor. Volk Mensch, Klasse Krieger, Stufe 1, Trefferpunkte 10. Angriffe. Stich, 2 Schaden. Flammenklinge, 1 Schaden plus 1 Feuerschaden über die nächsten 2 Runden. Magie. Schild des Mutes beschützt Thanor vor dem nächsten Angriff. Thanor, der Monsterjäger, ist der größte Held der Natterhalbinsel. Selbst das kleinste Kind weiß, dass er einmal mit bloßen Händen einen Talbär besiegte und einen Speer in die Brust eines fliegenden Gespenstes schleuderte. Dank Thanors unvergleichlicher Stärke wurden ganze Städte von der Geißel der Dunkelheit befreit. Und dann ist der nur Stufe 1? Storneborn, die Hauptstadt von Kalns. Das Sommerschloss seiner Majestät, die Königsstraße, die durstige Möwe, das Elster-Emporium, Spinnenbeingasse, Fluss der Sorgen, Schreckenswolfhöhle, Achtung, Sumpftroll. Wird also die Stadt runter auf jeden Fall gespielt. Eine Schublade. Vielleicht entlockt dir der Schlüssel endlich deine Geheimnisse. Das war bestimmt von Gabe. Scheiße, Richtigstellenliste. Alex finden. Besitzer des gestohlenen Chevys finden. Jet die rentenfreie Zeit zurückerstatten. Ernestos Walkman zurückgeben. An die Lawrence Jugendstrafanstalt spenden. Dich bei Vic entschuldigen. Neue Bon für Kevin. Dich bei Zoe entschuldigen. Dich diesmal wirklich bei Katja entschuldigen. Dich bei Ira entschuldigen und ihm sagen, dass dir seine Remixe gefallen. Die Liste ist echt lang, aber ich wette, er hätte alles abgehakt. Dich bei Oscar entschuldigen, Herrn Wahlbeck für den Chevy entschädigen, dich bei dem Typen im Einkaufszentrum entschuldigen, einen Dankesbrief an Lenny schreiben, Frau Franks einen Check für das zerbrochene Fenster schicken. Sie ist nach Maryland gezogen, finde sie. Für Henry von der Buckman High School schreiben, Henry von der Buckman High School schreiben und ihr sagen, dass sie recht hatte. Papa vergeben. Wow, Gabe. Du findest immer noch Wege, mich aus der Bahn zu werfen, ha? Huh? Eine Schreckensratte schließt sich deiner Gruppe an. So, wir sollten uns aber auch wie eine Bardin anziehen, oder? Ja gut, jetzt haben wir zumindest die Hose mit der Mütze gematcht. Das ist dann schon okay. Überlass es mir, Gabes Fahrrad bei der ersten Fahrt zu schrotten. Wenigstens hatte Ryan was zu lachen. So, dann haben wir hier noch den Musikkram. Jedes Mal, wenn ich mir diese Platte anhöre, bringt sie mich direkt zu diesem Moment mit Gabe zurück. Vielleicht sollte ich etwas auflegen. Steph hatte recht. Die haben's echt drauf. Du wirst sie lieben, versprochen. Sugar Pie Riot, okay. Natürlich investiere ich all mein Trinkgeld in die Erweiterung meiner Plattensammlung. Aber es ist doch klar, was wir auflegen. Man muss sich doch jetzt nicht lange überlegen.
Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich beginne. Sein Job, seine Wohnung, sein Leben hier. Aber ich denke, den deutlichsten Übergang sehe ich in Steph und Ryan. Wenn wir alle zusammen sind, stelle ich mir vor, wie er an meiner Stelle da ist. Und ich werde zum Zuschauer dieses Lebens, das ich kaum kannte. Oder ich entscheide mich dafür, Gabe zu vergessen. Und so unwahrscheinlich es auch ist, zu akzeptieren, dass Steph und Ryan meine Freundschaft schätzen. Unabhängig von Gabe. Ich denke, ich weiß, was Gabe wollen würde. Ich möchte jetzt aber mal was ausprobieren gerade. Wenn ich jetzt eine andere Platte auflege, sind die Gedanken da nochmal was, also sind die Gedanken nochmal anders, oder? Manchmal ist es schwer zu sagen, wo Gabe aufhört und ich... Ja, okay. Okay. So, wir brauchen aber immer noch die Feder irgendwie. Gitarre kann ich ja auch schon mal nehmen. Meine bevorzugte Waffe. Oh yeah. Ganz kurz nochmal. Okay. Können wir nochmal hochgehen oder... Ja. Weil jetzt haben wir hier nicht wirklich einen Spot gesehen mit einer Feder. Oder wo eine Feder hätte sein können noch. Deswegen schätze ich mal oben. Und oben gab es ja auch die Möglichkeit... Da gab es ja dieses Vogelfütter... Gerät. Nicht Vogelhaus, aber halt ein Futterspender. Und hier ist ein Vogel. Ja, der Garten sieht übel aus. Das Windrad kennen wir aber auch schon. Ja, Gartenarbeit wäre mal wichtig auf jeden Fall. Ich habe seit Jahren nicht vor Leuten gespielt. Das war ein guter Abend. Aber sie hat die Dose mit Gabe weggeräumt. Bis jetzt ist Ryan eigentlich der Einzige, der das benutzt. Vielleicht sollte ich es ihm einfach schenken. Oder einfach mal selber anfangen zu spielen. Wie wär's? Du brauchst ziemlich viel Hilfe, oder? Schaut sie euch an, die Bardin. Sammelt Kräuter für den hiesigen Heiler. Vielleicht kann ich dich etwas zurechtmachen. Das können wir mit Sicherheit. Und hier riecht es gerade ganz komisch nach Essen. Nach etwas, das ich nicht mag, auf jeden Fall. Und es ist sehr, sehr penetrant. Ein niedlicher Vogel! Hör mal, Alter, wenn du hier leben möchtest, musst du dein eigenes Geschirr spülen. Kann ich seine Emotionen spülen? Nein. Okay, wir brauchen aber trotzdem noch irgendwoher eine Feder. Wie oft Gabe hier wohl high wurde und die angestarrt hat, wird schon mehr als einmal gewesen sein. Oder täglich. Okay, ja gut, aber hier gibt's trotzdem nicht... Nee, trotzdem nichts mehr.
Das ist jetzt ein bisschen doof. Wo kriegen wir denn eine Feder her? Ich meine, da war ein niedlicher Vogel, aber der wird jetzt nicht unbedingt eine fallen lassen, nur weil wir sagen, hey, guck mal, uns fehlt noch eine Feder am Hut. Und das schienen jetzt auch die einzigen Pflanzen gewesen zu sein. Was sagen denn unsere Hausaufgaben? Unsere Hauptaufgaben. Finde die Feder. Okay, Notizen. Eines Tages höre ich auf, ein Gammler zu sein. Aber für den Moment bin ich einfach nur dankbar. Alex, ich weiß dein Angebot, Miete zu zahlen zu schätzen. Nimm dir ein paar Monate, um dein Sparschwein zu füllen, dann können wir reden, Jet. Taverne Black Lantern, stoßt an auf gute Gesellschaft. Es ist schon ein sehr guter Mann auf jeden Fall. So, nochmal. Also, wo bekommen wir eine Feder her? Das ist bestimmt super easy. Das ist bestimmt super easy. Geheimes Bier, was? Noch eine von Gabes versteckten Dosen. Mann. Na gut. Ja, ich muss nicht wissen, wofür die war. Okay, wir haben noch eine. Okay, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist sie ja versteckt. Hätte jetzt doch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber... Wer weiß. Ja gut, dann würde ich mal versuchen, ob ich einfach aus der Wohnung gehen kann. Dann kann man ja auf dem Weg nach draußen, beziehungsweise zum Lab, also immer noch... Ich kann nicht rausgehen. Das heißt, sie muss auf jeden Fall in der Wohnung sein. So, ich habe das... Ich gehe nochmal jetzt hier. So, Fahrrad, Musikkram. Laptop, Streifmörchen, Videospiel. Ach, hi. Diese Feder trennt die Straßenmusiker von den Barden. Alex, die Bardin, zu ihren Diensten. Zeit loszuziehen. Wieso springt das jetzt direkt ganz nach oben? So, SOS, nicht sicher, ob das Lab stattfinden wird. Ethan ist nicht interessiert. Scheiße, klingt, als hole sein Vater ihn in ein paar Stunden ab. Scheißleben, Ideen? Lass mich versuchen, mit ihm zu reden. Bin gleich da. Heldin. Alter, was? Also. Ja, gut. Verstehen könnte man es schon, ne? Er hat sich ja eigentlich so drauf gefreut, dass mit Gabe zu spielen.
Ich brauche von dir jetzt keine Aufmunterung oder so. Okay. Vielleicht war das jetzt nicht die subtilste Idee, aber... Gabe hat sich so auf das Lab mit dir gefreut. Ich wette, er würde wollen, dass du mitmachst. Ich will ja auch mitmachen. Es ist nur... Alle arbeiten so hart. Und wenn ich nicht glücklich bin, sind alle enttäuscht. Muss komisch sein, dass ein paar Erwachsene dich dazu drängen wollen, ein Kostüm anzuziehen und so zu tun, als hättest du Spaß dabei. Ja, ganz besonders meine Mom. Sie guckt die ganze Zeit so traurig, weil ich so traurig bin. Aber ich kann nicht einfach so tun. Naja, dann tu halt nicht so. Sei du selbst. Oder du selbst mit Schaumstoffschwert und komischem Helm. Aber was, wenn es mir trotzdem, naja, keinen Spaß macht? Dann lass es. Ist auch okay. Niemand wird enttäuscht von dir sein, weil du du bist. Okay. Aber ich mache es nicht allein. Du musst mir helfen. Natürlich. Thanor, der Monsterjäger. Dem Himmel sei für eure Ankunft gedankt. Ich bin auf der Suche nach einem großen Helden. Könntet ihr das sein? Erzählt doch von euren Heldentaten. Da gibt es so einige. Vielleicht kann meine Bardin ja etwas über mich singen. Oh, sicher. Eine Horde von Ogern, gefährlich und groß. Thanor vertrieb sie mit nur einem Stoß. Meine Güte. Ihr müsst also die Bardin Elwyn sein, deren Lieder magische Kräfte haben. Mir scheint, als wäret ihr genau die Helden, die ich brauche. Mein Name ist König Tabor. Das Zeitalter der Monster kam über mein Königreich. Furchtbare Kreaturen wandeln umher und mein Volk lebt in ständiger Angst. Aber es gibt noch Hoffnung, denn eine uralte Prophezeiung besagt, dass drei Seelenjuwelen uns alle retten können. Ihr müsst losziehen, um sie zu suchen, dabei den Gefahren trotzen und mir die Juwelen bringen. Habt ihr verstanden? Klar. Ja. Gut, dann zieht los. Sofort. Mein Volk verlässt sich auf euch. Sollen wir mit der Hauptstraße anfangen? Okay. Zeit, ein paar Juwelen zu finden. Ach, wie herrlich. Erinnerung, wir haben geöffnet. Wir wissen, dass viele von euch im Vorfeld des Frühlingsfests florale Bedürfnisse haben. Also werden wir trotz des Events auf der Hauptstraße bis 17 Uhr geöffnet haben. Achtung, Monsterjäger, dies scheint das Resultat eines interdimensionalen Risses zu sein, der eine Floristin... aus einem anderen Universum in unsere Welt gebracht hat. Das Elster Emporium wird dies untersuchen. Ich bin froh, dass du Spaß hast, Liebling. Das Elster Emporium. Das Elster Emporium erschien in der Nacht und verwandelte einen leeren Laden in einen gut bestückten Zauberladen. Sterbliche Einwohner werden ermutigt, vorbeizukommen und unsere Waren in Augenschein zu nehmen.
Also... Es ist so geil, wie man sich... Also, du bist wirklich Alwin? Erkennst du mich etwa nicht? Oh, ja, natürlich. Es ist lange her, seit Carneris. Genau. Das waren gute Zeiten, ha? Huh? Abgesehen von den Spinnen. Ja. Ich find's grandios. Ich möchte mich trotzdem gerne überall umgucken. Wo sollen wir nur danach suchen? Ich denke, das wissen wir nicht. Es ist ein echtes Abenteuer. Oh. Ich verkneife mal den Gag mit dem Jamba-Spar-Abo und dem verrückten Elch. Wir können auch einfach die ganze Zeit schaukeln. Das ist bestimmt auch voll cool. Okay, hier geht's auch noch runter. Ich meine, so Juwelen können ja wirklich überall versteckt sein. Aber ich find's halt super, dass wirklich alle da... Was für die Juwelen sind? Dass alle da mitmachen. Vielleicht eine Art magisches Ritual, das das Königreich beschützt. Kennt sich König Tabor mit Magie aus? Wir werden es wohl herausfinden. Oh nein! Ein NPC! Das sieht cool aus. Ach so. Ein NPC, der nicht am Spiel teilnimmt. Oh, sieh mal, Thaynor. Eine Schriftrolle. Ist das eine Schriftrolle? Schriftrolle der Heilung. Heilt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Statuseffekte wie Gift, Lähmung etc. Kann nur einmal eingesetzt werden. Was ist das? Es ist eine magische Schriftrolle, die wir in Kämpfen einsetzen können. Oh, cool. Lass uns so viele wie möglich finden. Jawohl. Klingt nach Sammelquest. Okay. Es ist ein Wolf. Ein Schreckenswolf. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ernsthaft? Wie gut ist das denn? Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen! Stimmt, ich hätte... Ah! Ich hätte ihn vorher pushen können. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Au! Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Warum hast du eigentlich keine Lebensanzeige? Jetzt aber hier, ergreifende Hymne. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Vier Schaden. Oh, cool. Ich habe einen magischen Angriff. Ein Schaden für Verbündete? Ich bin lieber nett zu Thaynor. Neue Fertigkeit erlernt. Klasse Krieger. Fertigkeit Feuerwelle. Art Magie. Effekt. Drei Schaden für Gegner plus ein Schaden für Verbündete. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Okay. Komm, wir gehen weiter. Es ist so eine saugeile Idee. Was denkst du, wo der Schlüssel ist? Vielleicht kann man damit etwas in einem dieser Läden öffnen. Ja. Ich sollte bei Riley vorbeischauen und ihr persönlich danken. Aber doch nicht, während wir spielen. So. Hey, ich habe Ryan gefragt, wofür dieser USB-Stick ist.
Er war vage zu meiner eigenen Sicherheit. Oh, keine Sorge, ich tue mein Bestes, um euch Zugriff zu verschaffen. Oh mein Gott, keine Garantie, kommt darauf an, wie gut das Passwort ist. Vielen Dank, dass du es überhaupt versuchst. Wir waren uns nicht sicher, ob du es tun würdest. Du verdienst die Wahrheit. Typhon versteckt offensichtlich was. Mac hat immer noch Todesangst vor ihnen. Ich bin jedenfalls im Laden, falls du irgendwas brauchst. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Gut, das heißt, wir müssen nebenbei auch nochmal dahin. Der hat Angst. Ich muss wie ein Weirdo aussehen. Das mit Heiß hat sich wohl erledigt. Heiß und Weirdo schließen sich nicht unbedingt aus. Zumindest nicht für mich. Aha. Machen wir gleich. Warum liegt hier ein Dollar? Ich hab schon mal einen Überschlag gemacht. Niemals. Beweis es. Du kriegst einen Dollar, wenn du es schaffst. Das hab ich. Ich muss es nicht beweisen. Ich sag Mama, dass du mich ein Lügner genannt hast. Ach ja? Mach's doch, wenn du dich traust. Haben wir wirklich gerade einen Schreckenswolf getötet? Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Sollen wir ihn kitzeln? Hör auf. Bleib ernst. So, sicherheitshalber nochmal hier unten irgendwo gucken, aber nix. Aber auch ganz böse versteckt gewesen, der Dollar. So, da stehen noch Leute. Die sehen... Für dich. Ganz süß, oder? Sieh an, wen haben wir denn da? Hey, nur der Monsterjäger. Und meine Badin. Und was hast du vor, Thanor? Ich rette eure Leben. Hier draußen gibt's Monster. Orks. Minotauren und andere. Seid wachsam. Klingt gefährlich. Wir werden mit einem Drachen. Mit einem Schatz aus Süßigkeiten, Schokomünzen, Zuckerperlen, Fruchtgummijuwelen. Ja, das gefällt mir. Ja, wir machen mal weiter. Pfefferminz-Schokochip für den Drachen. Mit Feuerzeug-Süßigkeiten obendrauf. Es geht nicht um euch. Ich meine, schöne Idee, aber es geht nicht um euch. Eine weitere Schriftrolle. Schriftrolle der Gewandtheit. Plus eins ausweichen. Du und deine Verbündeten weichen dem nächsten Angriff aus. Kann nur einmal eingesetzt werden. Nur einmal insgesamt, okay. Eine Schriftrolle? Ja. Nur einmal insgesamt. Bevor ich den Park verlasse, gucke ich mich natürlich auch nochmal hier drüben um. Man weiß ja nie. Dachte gerade, da sitzt jemand im Boot, aber das war der Motor. Okay. So, Thanor, dann werden wir den Park verlassen. Und ein Narr. Hört meine Warnung, ihr Reisenden voller Kraft. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Damit wären wir schon zu zweit. Oh nein, kein Rätsel. Ich kenne diesen Typen. Er ist einer von Steffs Mitarbeitern. Hey, wie lautet das Rätsel? Es soll drei von ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten die Namen? Fürchtet der Täuschung Not. Woher sollen wir das denn wissen? Sehen wir uns doch mal nach Hinweisen um. Wir brauchen also Namen von Helden. Von gestorbenen Helden. Ich glaube, einer könnte Gabe heißen. Beziehungsweise Gabes Charakter sein. Könnte ich mir so als Ehrung nochmal ganz gut vorstellen. So, wenn die Black Lantern... Oh nein! Blut, die in die Lantern führt. Ich würde liebend gern in einem Laden namens Die Durstige Möwe arbeiten. Die Durstige Möwe.
Was? Das kotzt mich einfach so an. Die Art, wie die Welt funktioniert und einen in einen schlechten Menschen verwandelt. Das ist der Preis für Sicherheit und Geborgenheit, denke ich. Sind Sie sich das sicher? Natürlich. Ganz genau so läuft das. Friss oder stirb. Wow. Diane versucht so sehr, ein skrupelloses Monster zu werden, dass sie es vielleicht sogar schafft. Wow. Was hat es damit auf sich? Weiß ich nicht, aber hier auch. Sieht aus, als sei die Black Lantern Teil des LARPs. Okay, Trolle bei der Brücke. Willst du einen Blick reinwerfen? Ja. Lass uns reingehen. Aber ja, die durstige Möwe gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Meist ist es ja sowas wie der goldene Eber oder so. Aber die durstige Möwe... Nice. Und auf Englisch auch noch Gullwethers. Da drin muss jetzt trotzdem irgendwie der Punk abgehen. Yes. Oh oh. Oh oh. Was ist hier passiert? Weitere Überlebende. Seid ihr der Schankwirt hier? Nein. Den Schankwirt fraßen die Monster. Wir müssen uns wohl selbst bedienen. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Perfekte Mal sehen, Rolle. Was es hier so gibt. Einfach die perfekte Rolle und er ist so glücklich dabei. Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Hm. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Oh, Ducky ist so okay. Großartig. Ich glaube, ich habe alle Fächer durchsucht. Ja, ich spreche mal kurz mit Ducky und dann beenden wir die Folge für heute. Ja. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Ich hörte, Barry, der Tavernenbesitzer, hat einen Sohn, Ned, der sehr wachsam ist. Also ist Barry knapp 100 Jahre alt? Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Das Glöckchen der... Ah ne, die Schlangenglocke einfach, okay. Art Instrument erfordert Barde. Effekt Schlangen in Hörweite schlafen ein. Gut. Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Ja, Prost, Ducky.
Ja, gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Beim nächsten Mal machen wir weiter und da können wir dann auch die Warnung lesen für die Trolle, die wir draußen nicht lesen konnten, warum auch immer. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.